Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary. Heute mal Black Ops 2 am Start. Ich spiele auf der Map, keine Ahnung wie die heißt, glaube Aftermath. Kill confirmed mit der Scar H und zwischenrein auch mal mit der MP7. Die hebe ich da irgendwie auf. Ist ein recht gutes Ergebnis. Gameplay ist schon relativ alt. Deswegen keine Ahnung, was da so genau passiert. Ja, wie ihr es hört, bin ich ein bisschen erkältet. Aber ich denke mal, das haltet ihr auch so von der Stimme. Klingt ja nicht so schlimm. Ja. Falls euch dieses Commentary gefällt, dann könnt ihr natürlich auch gerne einen Like geben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ich setze jetzt einfach mal das Ziel für das Video, dass ihr hier drauf 5 Likes geben sollt. Ja, keine Ahnung, was dann passiert, wenn ihr 5 Likes geben solltet. Aber ja, würde mich auf jeden Fall ziemlich freuen. Gut. Wie ihr in der Überschrift schon lesen könnt, ist mein Thema heute Snowden. Ich denke mal, damit können einige von euch was anfangen. Es geht ja gerade um die ganzen Spionage-Fälle in den USA und in Großbritannien, unter anderem auch in Deutschland, wozu ich nachher noch kommen werde. Und der liebe gute Snowden, Edward Snowden, hat das Ganze jetzt aufgedeckt. Er hat nämlich verraten, dass der deutsche, britische und amerikanische Geheimdienst Daten von stinknormalen Nutzern im Internet eben sammeln. Also deine Mails, deine YouTube-Kommentare, deine was weiß ich alles, haben die zumindest gesammelt. Das Ganze in der ganzen Organisation Prism oder wie das auch immer heißt, gab mehrere von diesen Sachen, aber Prism scheint da wohl der Hauptgrund gewesen zu sein. War eben so eine Aktion, die ganzen Daten zu sammeln, wahrscheinlich um terroristische Tätigkeiten zu überprüfen in den einzelnen Ländern. Denke ich jetzt mal, ich habe da den Zweck, der ist nicht so ganz rausgekommen, beziehungsweise ich weiß ihn jetzt gerade nicht. Gut, das sorgte natürlich nicht nur unter den Leuten und den ganz normalen Internetnutzern wie uns, sondern auch unter den Politikern für Aufregung. Ja, ist ja erstmal eine ganz schöne Sache, wenn man dann mitbekommt hier, schau mal, der amerikanische, deutsche und britische Geheimdienst haben über Jahre weg oder über Monate zumindest mal deine Daten gesammelt. Das heißt, die waren immer dabei, wenn du eine neue E-Mail geschrieben hast, wenn du auf YouTube oder auf Pornoseiten rumgesurft hast, ne? Also, das ist ja schon eine ganz schöne Sache, muss ich sagen, empört mich auch ein bisschen. Obwohl ich da jetzt nichts zu verbergen habe, um das mal so zu sagen. Aber da gibt es andere, die haben vielleicht was zu verbergen. Also, ja, soll man da vielleicht mal ein bisschen kritisch gegenüberstehen. Gut, jetzt stellt sich natürlich die Frage, gerade wegen diesen Datensammlungen, ist dieser Edward Snowden jetzt ein Held oder ist er ein Verbrecher? Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es gibt durchaus Punkte, wo man denken könnte, ja, er ist ein Verbrecher eigentlich. Natürlich gibt es auch Punkte, die jetzt meiner Meinung nach gerade erst überwiegen, dass er ein Held ist. Ich habe da mal ein bisschen was zusammengesammelt und zwar fangen wir doch erstmal mit dem Held an. Ja, ein bisschen erörtern jetzt. Und zwar, klar, er hat alles verraten, damit wurde einiges aufgeklärt. Ein bisschen Erleichterung ist vielleicht auch da, jetzt weiß man, was da ist, also was die Amerikaner wirklich tun. Jetzt hat man ein bisschen Transparenz, jetzt weiß man, dass man sich vielleicht in manchen Sachen ein bisschen zurückhalten sollte. Also ich bezeichne das Ganze jetzt erstmal als Erleichterung. Und ja, er schafft wie gesagt Transparenz und dieser ganze Aufklärungsfall, das ist ja schon ein Argument, was einiges zählt. Gerade auch an die Nutzer des Internets, also weniger jetzt aus politischer Sicht oder wirtschaftlicher Sicht, sondern aus persönlicher oder ich sag jetzt einfach mal persönlicher Sicht, bringt das doch den Nutzern an sich schon ganz schön was. Dann war's das eigentlich schon von den Heldentum. Mir ist da jetzt schon nichts anderes mehr eingefallen. Ich habe mir mehrere Spiegelartikel, Quellen natürlich unten in der Beschreibung. Ich will ja nichts klauen oder so, ne? Ich bin ja kein Politiker. Quellen natürlich unten in der Beschreibung. Habe ich jetzt mal auf dem Spiegel so einen Artikel durchgelesen und sowas. Dann gibt's natürlich auch Argumente für einen Verbrecher. Die kommen jetzt größtenteils aus meiner Sicht oder auch aus dem Radio. Er hat ja quasi diesen Schwur, sage ich jetzt einfach mal, den jeder Amerikaner, der in so einen Dienst eintritt, also in einen mehr oder weniger verantwortungsvollen Dienst, ich meine Geheimdienstler in der Höhe ist ja durchaus verantwortungsvoll, hat ja einen Schwur geleistet, alles im Prinzip geheim zu halten, alles in seinem eigenen Staat zu halten, intim zu halten, sage ich jetzt einfach mal. Und da geht das natürlich nicht, da verstößt das natürlich völlig gegen den Schwur, so eine ganze Affäre aufzudecken. Dass quasi auch der amerikanische Geheimdienst mit den Deutschen unter einer Decke steckt und so. Das ist natürlich aus der Sicht verantwortungslos. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die, klar, so aus persönlicher Sicht, also nicht aus Argument zählt, aber jetzt mal, wenn man genauer ein bisschen reinschaut und genauer ein bisschen nachdenkt, dann doch eine Sache ist, die ziemlich überwiegt, würde ich mal sagen. Ja, natürlich hat er sein Land auch negative Kritik eingehandelt. Nicht nur seinem Land, sondern auch Deutschland, den deutschen Geheimdiensten, auch den britischen Geheimdiensten, allen negative Kritik eingehandelt. Ich denke mal, jetzt vertraut keiner mehr in amerikanische Geheimdienste. Ich meine, das hat auch so keiner getan, aber
ich denke mal, ihr wisst, was ich sagen will. Also, es ist eine ganz schöne Sache, was den Geheimdiensten jetzt eingehandelt wurde. Ich denke mal, damit werden die nicht sofort klarkommen mit ihrem Image wieder. Und das ist natürlich ein großer Image-Schaden, der auch den Ländern aus politischer Sicht getan wurde. Wie das jetzt von Deutschland im Wahlkampf entwickelt wird, ist das jetzt eine andere Frage. Wird auf jeden Fall spannend. Bin ich mal gespannt drauf. So ein bisschen, kleines bisschen politisch interessiert bin ich ja dann doch. Also ich bin da nicht ganz ablockend, sage ich jetzt mal. Gut, er schwächt natürlich dann auch die Beziehung zwischen den Staaten, zwischen den einzelnen Staaten. Man hat es ja jetzt auch gerade von Merkel gehört. Obwohl der deutsche Geheimdienst auch ja mitgemacht hat bei der ganzen Sache, wurden die politischen Beziehungen beziehungsweise wirtschaftlichen Beziehungen doch erheblich geschwächt zwischen Amerika und Deutschland. Man hat jetzt auch von Merkel gehört, dass so ein bisschen das Vertrauen an den amerikanischen Geheimdienst auch von ihrer Seite, also von Deutschlands politischer Seite, geschwächt ist. Gerade waren sie noch in Berlin, waren die besten Freunde am Brandenburger Tor und jetzt kommt sowas. Na gut, beste Freunde nicht, aber ja, war immerhin am Brandenburger Tor. Das ist ja eine ganz schöne Ehre für einen Präsidenten, da am Brandenburger Tor vorzuhalten, wo auch schon John F. Kennedy und so ihre Reden geschwungen haben. Sage ich jetzt einfach mal so. War ich auch in Berlin, das hat der Führer dann auch gesagt. Das ist für einen Politiker dann doch schon eine ziemlich, ziemlich große Ehre. Jo, hier ein kleiner Fail mit einer Flashbang. Passiert mir übrigens öfters mal in Call of Duty. Also nicht wundern. So viel jetzt zum Gameplay, nur das soll es jetzt gewesen sein, ne? Ja, dann kommt eine mysteriöse Sache in dem Fall. Ich bin das Ganze jetzt mal von vorn nach hinten durchgegangen. Ob er jetzt Held oder Verbrecher ist, das könnt ihr euch jetzt mal eine Meinung bilden. Da bin ich ganz auf euch gespannt. Ihr könnt es natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt kommt eine mysteriöse Sache an der ganzen Sache. Sagt man das so? Ja, gut. Ja, und zwar hat Russland ja dem Edward Snowden Asyl verweigert. Genau, Asyl verweigert, ohne Artikel, ne? Und zwar kriegt er nur Asyl unter der Bedingung, dass er keine weiteren Affären aufdeckt. Das ist jetzt relativ merkwürdig. Denn eigentlich arbeiten Amerika und Russland in der Sache überhaupt nicht zusammen. Man merkt ja so, amerikanischer Geheimdienst, russischer Geheimdienst sind vielleicht nicht gerade so die besten Freunde. Und jetzt auf einmal kommt sowas, das ist schon äußerst merkwürdig. Also, das kann ich jetzt auch nicht so ganz verstehen. Quasi Putin ist jetzt Obamas bester Freund, weil er ihm das Asyl verweigert hat, dem Snowden. Also, ist eine merkwürdige Sache, das wird schon irgendwelche politischen Gründe haben. Vielleicht fühlt sich Russland von Amerika auch schon ein bisschen in die Ecke gedrängt, man weiß ja nicht. Und na gut, das wird alles seine Gründe haben. Nichts geschieht auf dieser Welt, auf dieser Ebene zumindest ohne Gründe. Also das wird alles, ja, schon geregelt sein, wie es sein soll. Jetzt kommt eine weitere mysteriöse und spannende Sache. Ich finde sie auch lustig. Habe ich heute Morgen erst im Radio gehört. Also Montagmorgen. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Wahrscheinlich schon noch am Montag. Und zwar hat eine bayerische Rentnerin, ja, die Bayern, ne, hat beantragt, mehr oder weniger, oder gefordert, dass dieser Typ doch Asyl in Deutschland bekommt. Ging natürlich nicht so einfach, denn dann wären die Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland noch weiter geschwächt worden. Allerdings will sie ihn jetzt adoptieren. Ja, sie will tatsächlich Snowden adoptieren. Ich guck mal, ob ich dazu eine Quelle im Internet finde. Habe ich, wie gesagt, nur im Radio gehört. Nicht, dass ihr mir das hier nicht glaubt, aber sie will ihn tatsächlich adoptieren und Experten sagen, das wäre sogar aus rein rechtlicher Sicht möglich. Also, das ist schon eine Sache, die mich arg zum Lachen gebracht hat, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, wie gesagt, die Bayerin will Snowden quasi als Pflegekind, was weiß ich alles, adoptieren. Ist eine lustige Sache, finde ich auf jeden Fall, ist toll. Gefällt mir, was die Bayern so alles drauf haben. Ja, sind ja auch hier unsere Nachbarn, deswegen muss ich mir ein bisschen um meine bayerischen Abonnenten kümmern hier, ein bisschen einschleimen, ne? Nee, Quatsch. Also wie gesagt, tolle Sache auf jeden Fall, was die Bayerin da machen will. Gut, jetzt noch kurz zu meinem eigenen Standpunkt, bevor das Gameplay hier zu Ende ist. Ich selber finde, er hat einen starken Schwur damit gebrochen, der natürlich, naja, also ich will jetzt mal sagen, ist natürlich jetzt nicht so das Beste, was er gemacht hat. Natürlich, die Erleichterung ist natürlich bei jedem Internetnutzer da, auch bei mir. Ich freue mich, dass er halt das Ganze aufgedeckt hat auch, dass ich jetzt nicht mehr ausspioniert werde. Und trotzdem hat er seinem Land auf jeden Fall nicht die besten Dienste geleistet. Gut, das war's jetzt von mir aus. Eure Meinung dazu bitte alle in die Kommentare. Das Gameplay endet hier 30 zu 7, 19 confirms, 4 denies, 4 denies. Keine Ahnung, ob das gut ist. Trotzdem nur unentschieden, 71 zu 71. Wie gesagt, 5 Likes.
auf dieses Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, falls wir das schaffen würden. Das ist jetzt das erste Commentary in dem Stil quasi auf diesem Kanal. Das erste, ich sag's mal, ernste Commentary. Jo, das war's jetzt von mir. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach ja, ich habe hier ein kleines Outro gemacht. Könnt ihr auch mal eure Comments... Oder ich weiß nicht, ob's hinter diesem Video schon ist. Aber auf jeden Fall, in dem nächsten Video wird ein kleines Outro sein. Könnt ihr auch beim nächsten Video, werde ich es dann nochmal sagen, in die Comments schreiben. Wenn es hier schon ist, natürlich auch hier. Bis dann. Ciao.